Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei MyTime mit Portia, mit eurem Bowers und der Anna, die schon wartet, dass wir loslegen. Und zwar brauchen wir ja heute, in der Hoffnung, es ist fertig, diese Titanbarrenplatten oder wie auch immer das heißt, Titaniumplatten, genau, das war's. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das schon ausreichend ist, um das Flugzeug herzustellen. Deswegen gehen wir jetzt halt erst einmal hier rein in die Fabric. Jo, Fabric bitte. So, jetzt ist die Frage. Wir brauchen, also 40 haben wir jetzt, wir haben die 3, wir haben das, wir haben das, wir haben jenes, wir haben dies da, wir haben das da und da fehlen noch 12. Okay, also 12 von den Platten werden noch vermisst. Aber ich hoffe doch, ja, es schaut auf jeden Fall gut aus, die Titaniumplatten. Jetzt ist nur, ach nee, da, 32. Haben wir gar nicht genug? Moment. Nicht genug Kristall. Das heißt, wir müssen heute auf jeden Fall, Pinky, geh mal auf die Seite, die ist schon wieder, Entschuldigung, die ist schon wieder so super dankbar, dass ich ihr einen Fisch gegeben habe. Naja, gut, geben das seine. Ich mag auch Fisch, aber roh, ich weiß nicht. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Steine. Von daher würde ich sagen, oh, gehen wir. Genau, wir holen uns doch Epona. Jetzt habe ich gedacht, wir machen mal so einen kleinen Fußmarsch. Aber wir holen uns doch Epona. So, ich sammle mal den ganzen Schmonz hier noch auf. Muss ja auch sein, ne? Stall können wir mal gehen, dass wir hier ihm hier noch ein bisschen was trainieren. Und zwar springen muss er noch trainieren. Dann könnten wir auch gleich füttern, wenn wir schon da sind. Na gut, es geht nicht allzu viel rein. Ich mache halt wieder überall ein bisschen was. Außer da, wo ich nichts habe. Oder fast nichts. So, Epona, geh mal her. Ich muss jetzt mit dir erstmal, ups, zur Handelsgilde. Aber ich würde auch gerne mal gucken, was wir hier im Briefkasten haben. Oh, von Dr. Xu. Hi Anna, ich hatte ein paar Kräuter übrig, also habe ich ein bisschen Medizin für dich gemacht. Es kann nicht schaden, zusätzliche Medizin dabei zu haben. Dankeschön. Von Russo. Oh, der hat uns 2 Zahnräder gegeben. Alles klar. Und von Merlin auch Zahnräder. Ja, gut. Alles klar. Vielleicht wollen die mich auch unterstützen. Wer weiß, ne? Für das Flugzeug. So. Jetzt aber. So, erstmal in die Handelsgilde. Was haben wir denn für einen Tag eigentlich? Was haben wir für einen Tag und wer hat vielleicht Geburtstag? Okay, Geburtstag hat Lee. Was hast du nochmal, mein lieber Lee? CD? Wo ist er denn? Da ist er, Bekannter. Vorlieben. Na gut, er steht halt, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was ich ihm geben soll, aber hey, es ist besser, ihm jetzt halt eine CD in die Hand zu drücken, als gar nichts. Also von daher drücke ich ihm jetzt halt mal die hier in die Hand. Und dann muss ich ja ein bisschen bei Norman noch punkten, ne? Das ist klar. Servusle. So, beschenken. Du kriegst natürlich das Rösle. So, dann wenn ich Phyllis schon mal sehe, ne, Servus, dann kriegst du deinen Talisman, wie immer. Wo ist er? Da. Wow, I always wanted this. Ja, ich weiß schon. Mars. Handwerkerkiste habe ich nicht. Habe ich jetzt nicht. So. Wir schauen hinein in die Handelsgilde. Wir haben ja unter der Woche. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier einen schönen Auftrag vielleicht abgreifen. 6,22 ein dunkler Kaffeetisch. Für meine Emily eine isolierte Pflanzkasten. 862. Für den Laden? Was für ein Laden? Achso, für die Obst und Dingsbums. 3 wasserdichte Lampen für den Hof. Okay, der bringt natürlich am meisten. Deswegen nehme ich natürlich den an. Bei Emily bin ich sowieso. Sagst du mal was anderes? Er sagt nichts anderes. Also von daher, zack, raus. Dann können wir gleich die wasserdichten Lampen machen und dann werden wir mal ein klein wenig Steine hacken. Ja, Pflanzdingsbumslampen. Wasserdichte Lampen. Wie müssten wir hier herstellen können? Wasserdichte Lampen, 3-mal fertigen. Wir haben kein Edelalu, ne? Das ist ja mal wieder super, ne? Das ist wieder typisch.
Lara, Lara, Lara. Ja, ja. So, schauen wir mal, ob wir Edelalbe zufälligerweise hier fertig haben. Was war das? Bleibarren? Hier. Titaniumbarren. Edelalu, da haben wir es doch. Nehmen wir alles raus. Nehmen wir alles raus. Das kommt dann in eine von den Kisten, aber nicht in die hier. Fleischzutaten, Essen gekocht, Erzebarren. Dann kommst du quasi da rein. Und wir gehen jetzt nochmal hier schnell an den Werktischlein, bevor ich da das lang... Jo, fertigen, okay. Dreimal bestätigen, zack, weil dann haben wir es nämlich auch sofort fertig. Insofern ist es dann schon gut, wenn wir Material auch bei uns drin behalten. Ach, halt, das war doch der McDonald's. Und wenn er nicht gerade an seinem Stand ist, dann wird er wahrscheinlich hier sein, jawohl. Er kann ja nur das eine oder das andere machen, ne? Entweder Burger verkaufen oder hier seine Tiere. Ich bin ein zuverlässiger Handwerker, ja, das weiß ich. Und? 1500, jawohl, haben wir bekommen, das ist gut. Beschenken, du kriegst ja noch einen Wassereimer dazu. Thank you. Das ist quasi die Gratiszugabe. Behalten wir uns auch noch. So, lass mich gehen. Normalerweise mache ich es ja andersrum, ne? So, also, Steine hacken. Hack, hack, hack. Wir sollten einmal runter. Und dann fangen wir quasi da mal an. Es kann ja überall sein. Und Steine können wir ja auch verarbeiten. Na, die Dinger lasse ich jetzt liegen. Ich werde jetzt nur die Felsen hier kaputt machen, die hier rumliegen. Und normalerweise sollte ich vielleicht auch das Glück haben, dass wir hier den ein oder anderen Kristall abgreifen können. Ich hoffe es zumindest. Topaz haben wir schon mal. Dann haben wir schon Kristall? Nein. Dann kommt ihr mal nach oben, dass ich das nämlich im Fokus behalten kann. So. Die da noch. Ja, die Steine sind halt nachgewachsen im Laufe der Zeit, ne? So, da noch was. Tja. Da kommen wir halt leider nicht drum rum, ne? Und das ist nun mal... Kristalle kriegt man nun mal beim Steinabbau. Und ich glaube nicht, dass wir uns die bestellen können an der Mine. Ich lasse jetzt halt auch wirklich... Das ist hauptsächlich Marmor, ne? Ich sollte vielleicht drüben mal hingehen, da wo diese Geistermine ist. Weil da sind ja auch ganz viele von den Steinen und das sind ja auch Kristalle, ne? Ich glaube, das sollte man machen. Epona, das ist gut, dass ich dich mitgenommen habe. Gehst du jetzt kaputt? Gut, komm. Epona? Warum krabbelst du auf dem Stein rum? Wir haben wichtigere Aufgaben, als jetzt rumzuturnen. So. Und zwar gehen wir hierher, weil da sehe ich nämlich auch schon einen Kristall vor der Türe. Und ich glaube, daher haben wir auch ein bisschen mehr Chancen, gerade bei diesen großen Dingern, dass wir Kristalle finden. Kristall. Yes. Gut, gut, gut. Wie viele? 7. Ja. Ich hoffe, die haben wir schnell, dass wir auch noch was anderes machen können. Das Ding kann man, glaube ich, nicht abbauen. Da haben wir noch Kristalle, jawohl. Ja, an Kristalle denken wir immer nicht, ne? Das ist halt einfach Farming. So, da vorne ist noch ein großer. Vielleicht finden wir da noch irgendwo einen Kristall. Das wäre natürlich super. Ich überlege auch schon, ob wir nicht mal nach innen gehen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir innen tatsächlich Kristalle finden. So, die kann ich, glaube ich, nicht abbauen. Das habe ich schon mal probiert. Ja, gehen wir mal kurz nach innen.
Außer es kostet Eintritt. Dann nicht. 100 Golds, nein. Dann lassen wir das. Dann soll der reingehen, wer mag. Ich nicht. Schauen wir nochmal dahinter. Vielleicht steht da auch noch irgendwas rum. Aber Kristalle technisch anscheinend nicht. Okay, Epona, dann lass uns wieder zurückreiten. Dann hauen wir zumindest einmal das Material rein, was wir da gerade gesammelt haben. Und dann müssen wir einfach quasi im nächsten Tag nochmal nachschauen. So, einmal runter, einmal hin. So, nein, nicht das. Geh rein. So, nein, Titanium, Titanium, doch Titanium, ja. Anzeigen. Da, das hier. 14, das muss ich alles reinhauen. Oh, nicht genug Titaniumbarren? Warum? Warum? Also ein bisschen was kann es herstellen, aber das sind halt 6 Kristalle, die wir da brauchen. Ne? Also gehen wir mal vorne an die Kiste, was wir steinmäßig vielleicht bekommen. Das wäre jetzt noch ganz interessant, weil wir kriegen ja nicht nur Holz, sondern auch Stein. So, nee, Inventar bitte. Okay, leider nix. Das heißt, wir sollten. Na komm, wir reiten mal jetzt da entlang. Wir brauchen halt das Kristall, weil ich möchte auf jeden Fall diese blöde Libelle bauen. Weiß ich jetzt mal Käfer und so weiter wurscht. Wenn das nicht endlich mal aufhört zu ruckeln, ne? Ich werde noch narrisch hier. Vielleicht weiß noch jemand von euch, wo ich noch Kristalle leichter herbekomme. Aber meines Wissens nach war das immer von diesen Steinen hier. Kristalle und ja eben das andere Blutstein und so weiter. Oder irre ich mich jetzt da? Das kann auch sein. Dass ich hier im Grunde bloß dieses Blutsteinzeugs bekomme, die Topaz und so weiter. Jetzt bin ich eh gleich leer. 17 Uhr noch. Keine Energie mehr, Moment. Das haben wir gleich. Hier, 112 haben wir nämlich. Dann füllen wir uns mal wieder ein bisschen auf. So. So, bloß noch die Steine. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich sie sonst herkriege. Es ist halt doch schon eine ganze Zeit lang her, dass ich die dann im Überfluss hatte. Es wäre natürlich auch gut, wenn wir vielleicht nochmal so einen zweiten Baum anpflanzen würden. Das könnte nämlich auch nochmal helfen, auch wenn das ein paar Tage braucht. Aber wir hätten einfach für die Zukunft vielleicht dann 2 oder vielleicht sogar 3 Quellen, die wir nutzen können. So, Epona, lass uns bloß noch das da machen, dann geht's auch zurück. Okay, zack, zurück. Das haut halt dann nicht hin. Ist ja egal. So, wir können auf jeden Fall noch schnell zu unserem, zu unserer lieben Stoffhändlerin. So, weil dann können wir nämlich noch unser Baumwöllchen holen. Und unsere Stoffe. Epona, was ist denn los mit dir? Hey Penny? So, jetzt muss ich nur mal schauen. Die Kiste des Helfers ist... Verdammt, da. Die Kiste des Helfers ist da. Es sind... Kleiner Pflanzkasten? Großer Pflanzkasten. Okay, dann nehmen wir mal großer Pflanzkasten raus.
So, dann brauchen wir natürlich Samen, Obst, Gemüse. Boah, das ist alles nicht das, was ich... Ah, doch, da, hier. Salpeterbaum, hier. Kristall... Kristella Baumsamen. Okay, euch brauche ich. So, dann brauche ich allerdings auch die anderen Sachen. Aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich das genau habe. War das in der Lager? Ja, klar, es war in der Lagerkiste. Der Bewässerungsboden. Da ist er. Bewässerungsboden, das da muss ins Museum. Oder? Nein, Quatsch. Das muss bei mir in die Wohnung. Der hat kein Ding mehr. Kein Dünger mehr. Okay, und dann würde ich sagen, brauchen wir Platz. Wir brauchen Platz und einen von diesen... na, wie heißen sie? Diese Bewässerungsdinger, oder wie sie heißen. So, und ich glaube, der war sogar im 1er drin. Montagestation Level 1 war der, glaube ich, sogar. Nicht Wassertank, sondern dieses Düngedingsbums, das Wasserlager. Nachsehen. In verlassenen Ruinen, ist okay. Montagestation nutzen. Das ist dieses Ding, ne? Das war das Wasserlager, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, doch. Status überprüfen. Dünger anwenden. Ach, ich habe keinen Dünger noch. Ich habe ja selber nicht einmal mit Dünger. Epona, lass mich durch. Das ist ja Schrecklich. So, dann gucken wir mal. Kann ich das hier? Nein, wahrscheinlich nicht, sondern hier im Mixer, ne? Aber ich habe doch so viel Dünger gekauft, Mensch. Hinzufügen. Machen wir halt einfach einmal 50. Bestätigen. Anzeige. Kott haben wir ganz viel. Davon haben wir auch ganz viel. Da tun wir mal diese 41 rein. Knochen haben wir auch ganz viel. Da tun wir mal 32 rein. Okay, aber 160 Dünger habe ich. Mann, 160 wird hergestellt. So, wir gucken mal hier kurz rein. Das könnte nämlich, da ist er, jawohl. So, nehmen wir alles raus. Den anderen lassen wir gleich herstellen. Das ist in Ordnung. Dann können wir nämlich da, so, zack, einmal Dünger anwenden. Wir tun 18 rein. Jawohl, dann passt es. Und dann brauchen wir quasi nochmal so ein Ding. Ach Quatsch, was willst du denn da? Ist dann die Montagestation. So, und das, da bin ich mir halt jetzt nicht mehr sicher, ne? Wir gucken da nochmal. Also, die Bewässerungsdingsbums, das war jetzt halt hier, das Wasserlager. Recyclingdrucker, Burgerstall, Wasserrad. Eine andere Maschine, die so ausschaut. Wasserturm ist es nicht. Aufzug. Heizkessel, Abluft, Fahrwerk, Laufband, Stromquelle. Nee, dann ist es schon der. Nachsehen. Bauen. Jawohl, bitte. Einmal. Wie lange brauchst du? 44 Minuten. Ja, dann kann ich ja schön in Ruhe das mal vorbereiten. So, und das machen wir jetzt separiert. Wir müssen natürlich einen Untergrund schaffen für den Dünger Dingsbums. So, dann machen wir das einmal so. Und dann kommen hier im Grunde. Warte mal, das geht gar nicht, ne? Wenn ich jetzt das noch dahin mache, dann kann ich gerade mal zwei Stück stellen. Aber ist egal. Ist erstmal egal. Mir geht es darum, dass hier dieses Dünger hin kann. So, und dann können wir nämlich hier zwei so Pflanzdinger machen. Eigentlich könnte ich mir das ringsrum mit Bäumen zumachen, ehrlich. Säen.
sehen. So, dann kommt einmal hier Dünger rein. Nochmal. Und dann kommt hier Dünger rein. Und hier. So, das braucht jetzt halt quasi 15 Tage. Ist aber ja egal. So, du bist fertig. Das ist super. So, und dann stelle ich das Ding. Das war doch nicht das, ne? Verdammt. Das war doch nicht das. Aber das sieht doch genauso aus. Das wundert mich jetzt. Das sieht doch genauso aus. Ups. Moment. Ich tue das mal ganz kurz in die Tasche. Ich nehme das mal. Bewässerungsturm. Was hab denn ich jetzt gebaut? Den Wasserturm, ne? Wo bist du? Wasserlager eben. Oh my gosh. Na dann, gehen wir halt nochmal hin. So schnell kann man sich täuschen. Gucke ich mal hier ganz kurz durch, zumindest in die eine Richtung, und dann gehe ich wieder auf die Übersicht. Grillwassertank, TÜV, TÜV. Aufladestation, Dach, elektrisch Allesschleifer, Brunnen, Wasserturm. Nein, aber Wasserturm ist es ja auch nicht. Förderung, Herz, Wassermotor, na, Abluft. Das muss auf jeden Fall hier auf dem ersten Slot hier sein. Nur wo? Industrielle Schneide, Feuermixer, Auswechsel, Laut, Ghetto, Wassermotor, Wasserlager, Brückenturm, Recyclingmaschine, Druckerbohr. Sag mal, wie kann das sein, bitte? Jetzt muss ich doch nochmal auf das Handbuch. Ausrüstung, Nahrung, Fertigung. Kann es sein, dass ich den da fertigen muss? Wäre das möglich? Schmelzen, Textil polieren, Rohstoffe rühren? Kann es sein, dass das echt da gemacht wird? An dem Tisch? Also, mal langsam. Also eins nach dem anderen jetzt mal. Das sind ja nur Werkzeuge. Das ist in Ordnung. Das hier sind nur Schmucksachen oder Ausrüstungsgegenstände. Das kann eigentlich nicht sein. So, dann haben wir hier nur Essen. Da haben wir Möbel. So. Eventuell, dass es da ist. Ich kann eh mal gleich... Achso, nee, geht nicht. Okay. Hölzerner Futterraum, Wassereimer. Traumlampe, Kristallstatue, kleiner Pflanzkasten, Trockengestell, Krankenhausbett, Kräuterzaun, Banner, Baum, Waffenstände, Blumen, Flasche, Training, Parkett. So, Gummischießbüm, einzelne Schleife, Dingsbums, Holzhalde, großes Rohr, Auslage, Schaltboot. Ja, gibt's denn das? Eisenpfanne, Kupferspule, Sprinkler, Eisenhammer, Feinkiste, Kristall. Dichte Lampen, Windrad, Lupe, Sprühflaschen, Kissen, Feuerwerk, Achsbein. Das kann doch nicht sein, oder? Jetzt mal, ups, jetzt mal ganz ehrlich, drück halt nicht dauernd auf die falsche Taste.
Habe ich jetzt da irgendwas übersehen? Das ist ja ein ganz normaler Wassertank. So, das sind die Montagestationen und Schneidemaschinen. Töff-Töff. Lautsprecher, Ghetto-Plaster, Hochofen, Wassermotor, Wasserlager. Ja, aber Wasserlager? Mixer, Baukran. Brückenturm, Kochset, Schmieden, Lader-Modell, Nährmaschine, Bohrer. Ist es ein Wasserturm? Irgendwas habe ich jetzt halt echt übersehen und ich weiß nicht was. Hochspannung, Stromquelle, Libelle, Fahrwerk. Boah. Das ist jetzt natürlich blöd. Also wenn das einer von euch weiß, dann bitte, oder müssen das mehr sein? Das heißt, dass es vielleicht mehr von diesen Platten sein müssen? Nee, da steht doch auch nur auf 4. Und das Ding schaut doch aus wie dieser Wassertank. Es kann doch nicht sein. Gib mal nochmal. Das ist doch freilich das Ding. Aber warum kann ich den da nicht platzieren? Das ist komisch. Also Leute, wenn ihr das jetzt nicht wisst, ne, ich weiß es gerade im Moment gar nicht. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Naja gut, dann haue ich den Dünger halt jetzt erst einmal so rein, dass das Ding voll ist. Naja gut, dann muss ich echt nochmal mich kümmern und schauen. Außer ich bekomme von euch irgendeinen Tipp, wo ich das herbekomme. So, jetzt tun wir es erst einmal da rein, das Zeug. Was war es hier? Kristalldinger. Und ich tue auch die zwei wieder rein und ich tue dir den Dünger rein. Oder mal so. So ist es. Dann kann ich die auch gleich noch rein tun, wenn ich es eh schon in der Hand habe, und dann ist gut. Tja, leider hat es heute nicht hingehauen. Es tut mir auch echt leid. Ich hätte jetzt zu gern zum einen die Libelle fertig gehabt und zum anderen hätte ich natürlich zu gerne jetzt halt noch diese Pflanzen dahin gebaut, ne? Das ist ja abartig. Habe ich da irgendwas übersehen? Wahrscheinlich habe ich da irgendwas übersehen, ne? Komisch, oder muss ich das hier drin fertigen, dass hier mehr zu fertigen ist als draußen an der Maschine? Nee, das kann ja nicht sein, ne? Da kann ich wahrscheinlich noch 10.000 Mal durchschauen hier und werde nichts finden, weil der Wasserturm ist es nicht, oder? Der Wasserturm schaut ganz anders aus. Na gut, Leute. Auf jeden Fall war es das für heute mit dem Part. Wir sehen uns ja übermorgen dann wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und vielleicht auch Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Tipp gebt, wo ich das jetzt übersehen habe. Und ja. Macht's gut ansonsten, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.